Entschuldigt mich noch kurz. Hallo. Hui. Oh shit. Ich habe nur mein Headset abgeräumt. Alles gut. Das kann man noch essen. Sonst ist schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Obwohl man auch sagen könnte, selber schuld, dass ihr euch das freiwillig immer wieder antut. Heute habe ich wieder einen absoluten Leckerbissen für euch. Mein Geheimtipp. Reiswaffeln. Ein bisschen trocken. Aber nicht nur Reiswaffeln sind mein Geheimtipp. Ich habe auch die ultimative Spiele-Kombo gefunden. Wir mögen FNAF VHS-Tapes und wir mögen FNAF-Fangames. Warum nicht die beiden einfach kombinieren, ne? Das ist ein Geniestreich, ist das. Darum geht's heute in dem Spiel. Deswegen schnallt euch schon mal an. Klick. Das wird nämlich heute eine wilde Fahrt, Mann. Ansonsten hier noch der freundliche Hinweis. Klickt gern wie immer den ersten Link in der Beschreibung. Dort kommt ihr zu Instant Gaming und findet dort Computer- und Konsolenspiele so günstig wie sonst nirgendwo. Vielen Dank. Tja, was soll ich sagen, Leute? Case 27 oder 27, wir sind ja hier in Deutschland. Wir hatten schon FNAF VHS-Tapes, auf die wir reagiert haben. Und wir hatten schon coole FNAF-Fangames, die wir gespielt haben. Das hier heute ist eine Mischung aus beidem. Heißt, wir haben quasi einen FNAF-Fangame mit ganz vielen FNAF VHS-Tape-Aspekten da drin. Wir haben so richtig coole und creepy Zwischensequenzen und so. Ihr seht aber hier gerade, das ist nur eine Demo. Case 27 Office Demo. Also wir haben quasi irgendwie so einen Bürobereich oder so. Da kommt aber scheinbar noch mehr dazu. Ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall soll es ein extrem nice Spiel sein. Deswegen lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben auf das Video da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ist für euch wie immer nur ein Klick, aber ich schlafe dann besser. Gerne auch den Kanal abonnieren. Das ist auch nur ein Klick. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein. Case 27. Ich weiß tatsächlich nicht genau, was uns hier an Gegnern erwartet. Wir haben Nacht 1. Wir starten einfach mal rein. Oh, und seht ihr, wir starten jetzt direkt hier rein in so einen Tape-Abschnitt. Was ist das? Das fängt ja gut an. Ich wollte heute Nacht sowieso nicht schlafen. Was war das? Was steht da? Ralph's Play Place. Okay. Welcome to the Ralph's Play Place Security Makeshift Training Video. Oh, ist ein Training-Video. Ah, okay. Ist also quasi wie ein Anruf vom Phone Guy. Wir kriegen alles erklärt. Oh, komische Sachen passieren im Gebäude, hat er gesagt. Ich liebe VHS-Tapes, Leute, ist einfach so nice. Okay, wir wissen jetzt nicht, welche komischen Vorkommnisse es im Gebäude gab. Das wurde natürlich ausgeblendet. Das erfahren wir gleich auf eigene Faust. Tür. Wir haben eine Tür. Mit dem Hebel können wir die Tür zumachen. Alright. Ja, so funktionieren Hebel. Gutes Tutorial. Und wir haben einen... Ah, Licht. Okay, wir haben wahrscheinlich auch noch einen Knopf für Licht. Also, wie wir Türen halt kennen, Leute. Zumachen und leuchten. Ah ja, einfach eine Flashbang. Einfach blind geworden. Alle, die im Gang sind, müssen jetzt zum Augenarzt. Okay, wir können nicht die ganze Zeit leuchten. Das Licht muss rechargen. Also brauchen wir das Licht vermutlich auch, um irgendwas abzuwehren. Keep the door generator charged. Wir haben einen Generator für Türen. Okay, wir haben ein Utility-Menü. Da drin können wir die Türen aufladen. Okay, die Kameras verlieren zwischendurch ihr Signal. Dann sieht man nichts. Aber wir können sie reparieren. Alright. Also hier müssen wir so ein paar Minigames scheinbar machen, um Kameras zu reaktivieren. Das kriegen wir hin. Ja, das können wir. Wir haben jahrelang trainiert bereits. Wir sind ausgebildet für sowas. Okay, Nacht 1 startet, Leute. 12 Uhr. Ey, voll gut gemacht mit der Musik und dem Countdown. Oder der Uhrzeit besser gesagt. Okay, ich feiere das Game jetzt schon, Leute. Ist richtig cool. Oh, wir haben trotzdem nochmal... Oha, wie geil sieht das denn aus? Was? Ich dachte, das ist voll Trash. Okay, wir kriegen doch kein... Oha, wir können uns hier... Warte mal, das hier ist die Tür...
Oha, was für eine insane Qualität ist das denn? Camera Repair? Charge Door? Ah, okay. So muss ich die Tür immer aufladen. Alright. Und hier haben wir verschiedene Cams. Wir sind hier unten rechts, könnt ihr ja sehen. Wir haben hier Power, oben links die Uhrzeit. Yo, wie gut ist dieses Spiel? Ich dachte, das ist voll das Trash-Game, aber das sieht ja ultra gut aus. Was ist denn hier passiert? Kameras sind kaputt. Tür erstmal aufladen. Okay. Und? Okay, alles wieder gut? Okay, warte, wir müssen uns mal umdrehen. Oder warte. Wo kann ich denn sehen, ob jemand... Ah, hier. Die Kamera hier. Office Hallway. Das ist die Kamera vor der Tür draußen. Okay. Also die Kamera müssen wir wahrscheinlich checken. Wenn irgendwas da ist, müssen wir es anleuchten, Tür zumachen oder so. Wir haben keine Info zu irgendeinem Gegner bekommen, ne? Das möchte ich nur mal anmerken. Wir haben keine Info bekommen. Hey, das und das ist vielleicht unterwegs und greift vielleicht so und so an und will den ein bisschen an den Füßen lecken. Wir haben keinerlei Info, was uns hier verfolgt. Wir wissen nur, dass wir hier garantiert nicht alleine sind, Leute. Ja, irgendwas ist hier drin. Irgendwas ist immer hier drin. Das hier sieht aus, als sitzt da irgendwas. Aber ich weiß es nicht. Aber ey, Leute, jetzt mal ehrlich, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Optik von diesem Game findet. Also qualitätsmäßig ist das ja wohl mit eins, also ne, rein von Auflösung und Grafik her, eins der besten Fangames, was wir... Oh, no signal. Camera Repair. Was muss ich jetzt hier eingeben? Oh. ISO.debug. Okay. Kameras repariert. Let's go. Oh! Da ist was. Da ist was im Gesicht. Wo ist, welche Cam ist das? Oh ja, das ist das Vieh. Es ist aufgestanden. Ist jetzt hier Cam 7 bei den Toiletten. Wir machen die Tür mal wieder voll. Okay, wie viel Uhr haben wir eigentlich? 2 Uhr nachts. Oh, es ist draußen. Ist es weg? Hab ich's? Tür zu. Das Licht lädt auf. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Leute? Oh. Wo ist es hin? Charge, 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 mach auf. Voll meine ich. Wir verlieren gerade viel Energie, weil ich die Tür zu habe. Oh, es ist da oben. Es ist da oben. Wir können aufmachen, wir können aufmachen. Okay, warte, ich führe. Ich flash trotzdem mal. Ich hatte Angst gehabt. Wir haben 3 Uhr 60%. Alter, das Vieh sitzt hier am Rumcreepen. Oben, Party Room 2. Okay, wir machen mal kurz... Generator wieder voll. Oh, Kameras fallen aus. Okay, war nur kurzer Verbindungsausfall. Alles cool. Das Vieh ist jetzt... Wo? Wo ist es? Cam 1. Was ist das eigentlich, Mann? Sieht aus wie so eine Clownsmaske mit Beinen. Eine Clownsmaske, deren Körper gewachsen ist, Bro. Was soll denn das? Okay. Aber wir sind ja in Ralphs Play Place. Also ist das vermutlich Ralph, der uns hier besuchen will. Vielleicht bringt er uns ein Eis ins Büro. Ich würde mich freuen. Ich mag Eis. Eis nachts um 4 ist gut. Okay. Aber soweit ist ja alles cool. Er ist jetzt nicht übermäßig aggressiv oder so. Ist auch erst die erste Nacht, Leute, ne? Aber qualitätsmäßig feiere ich das Game übel. Und das ist nur die Demo. Ja? Richtig gespannt, was dann hier noch kommt. Aber erstmal müssen wir die erste Nacht überleben. Aber sieht ja gut aus. So, Türen nochmal voll machen. Let's go. Aber was ich mich auch frage, Leute, während wir jetzt... Oh, wir haben 5 Uhr. Sehr gut. Während wir im Menü... Oh, muss ich reparieren? Kamera reparieren. Base here. Okay, Kamera ist... Okay, es ist noch hier oben. Okay. Also, während wir auf der Cam sind, haben wir ja die ganze Zeit 2 Balken beim Energieverbrauch. Ich frage mich aber... Wo ist er? Wo ist er? Oh! Er ist da! Er ist da! Ja, ich frage mich, ob wir auch 2 Balken haben, während wir nicht auf den Camps sind. Das weiß ich aber nicht. Ich hoffe nicht. Dass wir den Energieverbrauch kontrollieren können. Okay, wir müssen ihn jetzt hier... Wo ist er hin?
mach zu, ich hab Angst. Wo ist er? Oh! Oh, wir haben es geschafft. Let's go. Wir haben die erste Nacht überlebt. Das ist schon mal gut. Das ist ein Anfang. Okay, Leute, wir starten direkt die zweite Nacht. Haben wir nochmal einen VHS-Tape? Oder starten wir einfach nur direkt rein, zweite Nacht? Und hoffen, dass wir überleben. Wahrscheinlich letzteres, oder? Sieht so aus. Keine Info. Aber Ralph ist direkt unterwegs. Ich nenne ihn jetzt einfach Ralph. Ich weiß nicht, ob er Ralph heißt, aber ich nenne ihn jetzt so. Ralph und ich, wir sind Buddies. Und das ist okay. Aber wo ist er? Oh, er sitzt hier auf der Bühne. Da wahrscheinlich, wo sonst seine Show ist oder so. Das sieht mir aus wie so eine Showbühne. Wo er sonst wahrscheinlich tanzt und lacht für die Kinder. Obwohl ich nicht unbedingt hier in den Ort gehen würde, wo das Maskottchen so aussieht. Ich sag ganz ehrlich, da kann ich auch irgendwo in der Stadt in der Gasse tanzen oder essen. Kommt aufs Gleiche raus, ne? Aber wie auch immer, der Ralph, der genießt ja heute seinen Abend auf der Bühne. Er sitzt hier eine Runde und starrt in die Kamera und freut sich, dass er die heutige Nacht nicht alleine verbringen muss. Oh Mann. So, wir machen die Tür mal schnell wieder voll. Ich denke mal, er wird jetzt heute in der zweiten Nacht bestimmt eine Kante aggressiver sein, denke ich mal. Ich würde ihn eigentlich sogar gerne einmal angreifen lassen jetzt, nur damit wir mal den Jumpscare sehen können. Weil das macht ja auch viel bei einem Game aus, Leute, ne? Das Game kann noch so cool aussehen. Wenn der Jumpscare wack ist, macht's ja keinen Spaß. So, wir machen die Tür mal wieder voll. Ich bin gerade am Überlegen, vielleicht lasse ich ihn mal angreifen. Aber vielleicht versuchen wir auch erstmal die zweite Nacht zu schaffen. Gucken erstmal, wie aggressiv er wirklich ist. Denn Leute, vielleicht schaffen wir es auch gar nicht, dem Jumpscare überhaupt auszuweichen, wenn er es wirklich ernst meint heute Nacht. Wir machen die Tür mal wieder voll. Aber ich glaube, wir haben nur den Ralph als Gegner, ne? Wir haben hier keine zusätzlichen Ecken, wo ich jetzt noch irgendeinen Vieh sehen würde, was on the road ist. Wo ist er hin? Wo ist Ralph? Wo ist er? Wo ist er? Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Oh, da ist er. Okay, okay. Okay, er ist... Oh! Er ist oben im Partyraum gewesen. Kamera Repair. Oh mein Gott, was ist das? Dollar List Unterstrich Apps. Zack. Okay, wir müssen das genauso eingeben. Er ist weg. Okay, er ist da bei den Toiletten. Wir machen Tür voll. Wir müssen das genauso eingeben, sonst funktioniert der Kamera Restart nicht. Okay, er chillt hier auf Cam 7. Er chillt hier auf Cam 7. Chillt seine Base. Alles cool. Soweit. Erstmal entspannt. Zuckt hier so ein bisschen rum. Ja, moin. Er hat seine Medizin wieder nicht genommen. Seine Beruhigungstabletten. Ralph, geht's dir gut? Vielleicht noch einen kleinen Wodka vorm Schlafen? Was meinst du? Oh. Oh. Hi. Hi, Ralph. Hi, Ralph. Machen wir die Tür mal besser zu, oder, Bruder? Damn. Wie er aussieht. Alter, er chillt einfach da draußen. Aber die Tür hält ihn auf. Die Tür hält ihn auf. Jetzt ist er da. Okay, wir können die Tür aufmachen. Moment, wir machen mal so. Und hier wieder auf. Zack. Er chillt hier bei den Toiletten. Wir haben 3 Uhr. Jo, guck mich nicht so an, Digga. Er ist immer noch bei den Toiletten. Jetzt nicht mehr. Er ist wieder im Gang. Er ist wieder im Gang. Okay, wir machen zu. Das Doofe ist halt, dass wir nicht genau wissen, für was wir zum Beispiel das Licht brauchen. Ob wir Ralph damit eigentlich abwehren können oder wie auch immer. Weil ich mache jetzt einfach immer nur die Tür zu. Aber es scheint zu funktionieren. Von daher will ich mich eher weniger beschweren, Leute. Wir laden die Tür mal schnell wieder auf. Zack, zack. Besser ist das. Let's go. Und er hat sich bewegt. Und er ist wieder bei den Toiletten. Okay, alles easy. Wir können hier wieder aufmachen. Können wir uns eigentlich noch irgendwo hindrehen? Nee. Okay, wir haben nur die beiden Screens. Tür wieder aufladen, let's go. Oh nein. Kamera, Kamera, Kamera. Feed. Feed. Punkt. Index. Punkt 36. Okay, 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 okay. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Wo ist er? Hui. Oh. Nee, er ist bei den Toiletten. Okay.
Alter, er hat mich übel erschreckt. Ich dachte gerade, er ist woanders. Damn, Bro. Aber wir haben schon wieder 5 Uhr. Und noch 32%. Ja, wir haben Energie für 2 Nächte, Leute, okay? Boah, das wäre auch krass. Stell dir mal vor, man müsste immer Energie sparen, damit man später in der 5. Nacht noch genug Energie hat. Das wäre krass. Und wenn du nicht genug hast, musst du von vorne anfangen. Das wäre auch ein cooles Konzept tatsächlich. Und Ralph chillt weiterhin bei den Toiletten, man. Wir lassen ihn mal da stehen. Wir hoffen, er kommt nicht näher. Bleib einfach da, Bro. Alles ist cool. Oh, wir haben es geschafft. Nice. Okay, Leute, wir fetzen auch direkt rein in die 3. Nacht. Und diejenigen von euch, die sich auskennen, die wissen, spätestens ab der 3. Nacht brennen einem richtig die Füße. Hier in den FNAF-Fangames. Spätestens ab der 3. Nacht werden die Viecher eigentlich so penetrant, dass es richtig schwierig wird. Und ein Entkommen, ein sicheres Voranschreiten, wird auch schwierig. Schauen wir mal, was Ralph so für uns vorbereitet hat jetzt hier in der 3. Nacht. Aber am liebsten würde ich ihn tatsächlich jetzt einfach einmal durchmarschieren lassen, um... Yo, Bro, chill. Er ist direkt bei den Toiletten. Ihr seht schon. Er hat es ein bisschen eiliger jetzt. Bleib einfach da stehen, Mann. Bleib bitte. Ach, nee. Wo ist er hin? Stopp. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Er ist da. Okay, er ist bei den Toiletten. Alter, er war einfach weg. Er war nicht da. Wir machen ihn wieder auf. Oh, er ist schon wieder weg. Oh, jetzt ist er da. Oh, okay. Jo, ab der 3. Nacht brennt ihm hier aber richtig der Busch, oder was? Da richtig Hummeln im Hintern jetzt. Bro, chill, man. Wo ist er? Okay, er ist auf der Bühne. Wir können die Tür aufmachen. Ich denke mal, er wird jetzt anfangen, so penetrant zu werden, dass wir wirklich viel von der Energie verbrauchen werden, um ihn in Schach zu halten, damit er uns vielleicht drankriegt, indem er uns halt, ja, den Strom komplett rauszieht sozusagen. Weil ansonsten ist es ja nicht so schwer. Ja, wir haben ja quasi nur Ralph als Gegner. Ist ja nicht so, dass wir jetzt 5 Animatronics haben und wir uns aus verschiedenen Richtungen abwehren müssen. Wir haben ja nur den Kollegen hier. Ich mach die Tür lieber zu, Leute. Okay. ISO.debug. Alright. Kameras sind wieder online, Leute. Und Ralph chillt immer noch hier bei den Toiletten. Kann auch sein, dass er einfach ultra viel Cola getrunken hat nach seiner Vorstellung und einfach die ganze Zeit pissen muss. Ja? Vielleicht ist er ja gar nicht böse und hat es auf uns abgesehen. Doch, ist er. Digi, hau mal ab, geh mal heim. Obwohl, er ist ja in seinem Zuhause. Wir sind in seinem Zuhause. Okay. Wo ist er hin? Und manchmal verschwindet er einfach. Wo ist er? Er ist nirgendwo. Leute, ich finde ihn nicht. Tür voll. Wo ist er? Oh, er ist bei den Toiletten wieder, okay. Ey, er verschwindet manchmal einfach, Leute. Er ist einfach nicht da. Manchmal haben wir diesen Bug in der Kamera, dass wir die Verbindung verlieren. Und dann kann man ihn auf keiner Cam sehen. Er ist einfach nicht da. Seht ihr das? Tür voll. Come on. Ich hab Angst. Ah! Alles klar. Okay. Jo, der Jumpscare ist auf jeden Fall so heftig wie der Rest vom Game. Damn, Bro. Alter, okay. Wow. Ein sehr nices Game. Alter, okay, der hat mich übel gecatcht, der Jumpscare. Alter Propeller. Okay, wir lassen es erstmal dabei, Leute. Wir haben jetzt quasi, ja, die 3. Nacht zur Hälfte noch gespielt oder so. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie ihr das Game findet. Ihr habt ja gesehen, ist nur eine Demo. Vielleicht warten wir mal auf die Vollversion und spielen es dann zusammen im Stream oder so, keine Ahnung. Aber das war schon mal sehr, sehr krass. Gern eure Meinung zum Game in die Kommentare. Und ihr könnt jetzt immer hier links und rechts euch noch ein Video aussuchen oder direkt ein Abo dalassen. Ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns natürlich gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis dahin.